Loslegen mit unserem Web-Talk für heute. Ich sage herzlich willkommen. Der Web-Talk zum Thema Humanismus und Freiheitlichkeit. Ein bisschen zugespitzt auf die aktuelle Situation. Kommen wir mit Humanismus und Freiheitlichkeit aus der Covid-19-Krise heraus? Ich gebe zu, ich habe das sozusagen das Thema ein bisschen auch gekappert, die aktuelle Situation gekappert, um sie ein bisschen auch vor den Karren unseres Themas zu spannen. Aber es passt einfach sehr zusammen. Ich sage herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Wir haben mit 28 Teilnehmerinnen im Raum. Das ist eine sehr schöne Zahl, mit der wir gar nicht so gerechnet haben zuvor. Ich freue mich sehr. Wir haben hier heute als Gäste Stefan Vatter und Ulla Klinkowski für ein Streitgespräch über dieses Thema. Dazu werde ich dann gleich noch mehr sagen. Ich denke, Karin Kulmer hat es vorhin in der Einführung gesagt, die Aufzeichnung läuft auch für diesen Web-Talk. Wenn Sie hier mit dabei sind, dann bitte ich Sie auch um Ihr Einverständnis, dass wir das hier aufzeichnen und später dann auch auf YouTube als Aufzeichnung bereitstellen werden, diese Diskussion. Was auch immer Sie in den Chat posten, wird in dieser Aufzeichnung nicht zu sehen sein. Vielleicht das als Hinweis, wenn Sie hier Fragen stellen, Stellungnahmen abgeben, das wird hier nicht zu sehen sein, sondern nur sozusagen der Videomitschnitt und gegebenen Folien, die hier gezeigt werden würden. Ja, ich zeige Ihnen kurz meinen Bildschirm. So, hier nochmal eben mit sozusagen unserer Titelfolie für den heutigen Web-Talk. Worum geht es heute? Wir haben als Ausgangspunkt mehrere Ausgangspunkte und Anlässe auch für diesen heutigen Web-Talk. So, ich sehe nur kurz nach. So, da kommen noch weitere Hallos herein im Chat, freue mich. Wir haben mehrere Anlässe für den heutigen Web-Talk. Mindestens zwei, denke ich, sind heute auch wichtig, nämlich zum einen die akute gesellschaftliche, politische und so weiter Krise, deren Verwerfungen wir durch diese aktuelle Pandemie einfach noch deutlicher sehen und wahrnehmen können, die dann noch deutlicher zutage treten als schon zuvor, ob das jetzt eine illiberale, postdemokratische Politik ist, ob viele den Eindruck haben, das Testitis-Virus geht vor Bildung, ja, während das Coronavirus um sich greift, ob wir schlechter werdende Bildungschancen wahrnehmen. Das ist sicher ein wesentlicher Aspekt. Ein zweiter ist, dass wir im Februar, in diesem Frühjahr, eine Ausgabe des Magazins Erwachsenenbildung herausgebracht haben, die Sie jetzt auch im Bildschirm sehen sollten. Unter dem Titel Humanismus und Freiheitlichkeit, Stolpersteine am Weg zu einer demokratischen Bildung und nachhaltigen Gesellschaft. Das ist eine Ausgabe, die seit kurzem online ist. Unter dem Link können Sie sich auch abrufen oder auch mit diesem QR-Code, den Sie hier sehen, mit dem Handy oder Tablet gegebenenfalls auch aufrufen, wenn Sie da parallel mitschauen möchten oder sich das gleich auch auf den eigenen Schirm holen wollen. Wenn wir das Pferd nochmal anders aufzäumen, wir beobachten in den letzten Jahren einen verstärkten Ruf nach einer Stärkung eines humanistischen, den Menschen aus seinen Zwängen befreienden Bildungsideal. Das ist sehr getragen von der Annahme, dass die Entfaltung unserer persönlichen Fähigkeiten und Talente wieder mehr angesagt ist, dass die Menschen freier und mündiger werden sollen durch eine humanistische Bildung, dass die Demokratie gestärkt würde, eine nachhaltige Lebensweise gestärkt würde. Das hören wir oft in politischen Sonntagsreden, das hören wir unter vielen Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner-Kollegen. Aber wenn wir uns dieses Bild auch anschauen, ist das so? Wenn wir uns zum Beispiel dieses folgende Bild anschauen, das ich Ihnen jetzt zeige, führt uns so eine Rückbesinnung auf ein humanistisches Bildungsideal und auf liberale Werte auch automatisch zu mehr Demokratie, Chancengerechtigkeit und Nachhaltigkeit? Oder liegen da Stolpersteine am Weg, die wir vielleicht nicht so deutlich wahrnehmen im alltäglichen Hinblicken? Oder um es sozusagen auf den Punkt zu bringen, wenn wir den Mensch in einer humanistischen Bildung in den Mittelpunkt stehen, lassen wir dann die Menschheit außen vor? Das ist so die Frage, mit der ich sozusagen übergeben möchte an meine Diskussionspartnerinnen und Partner, die ich nochmal kurz vorstellen möchte. Das ist zum einen Stefan Vatter, mit dem ich auch seit vielen Jahren zusammenarbeite. Er ist Co-Herausgeber des Magazins, das ich gerade vorhin auch gezeigt habe. Mitarbeiter an der Pädagogischen Arbeits- und Forschungsstelle des österreichischen Verbands, des Verbands österreichischer Volkshochschulen und Lehrbeauftragter an mehreren Universitäten, Soziologe, Ökonom und Philosoph. Und eben gemeinsam mit Lorenz Lasnik verantwortlich für die Magazinausgabe, die heute ein bisschen auch ein Hintergrund oder Anlass für unseren Web-Talk war.
Und Stefan, ich freue mich, dass du dieser Einladung gefolgt bist, heute sozusagen den Gesprächsaufmacher zu machen für dieses Gespräch. Und du hast gesagt, du würdest gerne als Gesprächspartnerin einfach heute Ulla Klinkowski einladen, aus gegenseitiger fachlicher Wertschätzung und doch als eine Partnerin, mit der du sagst, da lässt sich auch ein gutes Streitgespräch sozusagen online führen. Ulla, freue mich, dass du dieser Einladung nachgekommen bist. Du bist Professorin für Erwachsenenbildung und Weiterbildung in der Schweiz an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel. Wir wissen, dass du Erziehungswissenschaftlerin bist und auch Psychologie und Soziologie studiert hast. Und deine Forschungen, du hast auch bei uns im Magazin früher schon einmal Artikel auch veröffentlicht, einfach sich so an der Schnittstelle von Bildung, gesellschaftlichen Machtverhältnissen und didaktisch-methodischen Fragestellungen und Strukturierungsformen bewegen. Und du bringst auch eine langjährige Erfahrung in den unterschiedlichsten Rollen in der Weiterbildung als Trainerin, als Beraterin, als Forschende, sozusagen kennst verschiedene Perspektiven und auch Funktionsbilder und Funktionsweisen und Tätigkeiten in der Erwachsenenbildung, mit denen du auch auf dieses Thema hinschaust. Ja, ich werde die Bühne sozusagen freimachen oder mich jetzt ein wenig zurückziehen für dieses Gespräch zwischen Stefan und Ulla. Meine Funktion wird sein, auch ein wenig auf den Chat zu schauen. Also wenn Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sich beteiligen möchten, dann tun Sie es zunächst mal einfach über den Chat. Kommentieren Sie hier, gehen Sie auch gerne eine parallele Diskussion ein, wenn Sie möchten. Spielen Sie uns auch Fragen auf. Ich werde darauf achten und versuchen, das auch mit in die Diskussion einzuspielen. Und sollte es passend sein, dann laden wir Sie vielleicht auch ein, durchaus Ihr Video anzuschalten und den Ton freizuschalten und vielleicht auch persönlich sich in die Diskussion einzubringen. Aber das schauen wir mal, wie der Diskussionsverlauf ist und ob sozusagen diese Stellen sich ergeben, wo das passen könnte oder Sie Interesse zeigen. Lassen Sie es mich einfach im Chat wissen und dann werden wir versuchen, auch darauf einzugehen. In diesem Sinne übergebe ich jetzt mal an dich, Stefan, und sage danke nochmal und bitte dich um die Eröffnung des Gesprächs. Vielen Dank für die Einladung. Genau, ich freue mich, dass wir doch eine ganz große Runde online geworden sind, die sich sozusagen einerseits mit der Frage Humanismus in Zeiten wie diesen, aber auch dann mit aktuellen Fragen, die sozusagen schon sehr zentral in unserem Gespräch sein werden, auseinandersetzen wollen. Ich darf wirklich nur mehr sozusagen die Einladung von Wilfried wiederholen. Jederzeit im Chat Fragen stellen. Wir haben zwar sozusagen uns jetzt gerade sozusagen zuerst nun auf verschiedene Fragen ein bisschen vordiskutiert, und haben wir einiges im Auge, ein relativ großes Programm, das wir irgendwie abdiskutieren wollen. Ob es zwischen der Ulla und mir ein Streitgespräch wird, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil wir in vielen Dingen doch einer ähnlichen Meinung sind. Vielleicht mag den Streitaspekt wie andere einbringen. Gut, danke fürs Dabeisein, danke für die Einladung, danke auch Ulla, dass du sozusagen Zeit hast, mit uns ausgehend vom Magazin Erwachsenenbildung Nummer 39 einige Fragen zu diskutieren. Ich danke auch ganz herzlich, Stefan, und begrüße alle, die Interesse an diesem gemeinsamen Gedankenaustausch haben. Ich freue mich riesig auf das jetzt folgende Gespräch und vielleicht auch alle Teilnahmen und Statements aus dem Plenum. Super. Ausgehen möchte ich nur mal mit einer kurzen Einleitung. Der Wilfried hat schwer gezeigt, das Magazin Erwachsenenbildung Nummer 39, das sozusagen ein sehr anspruchsvolles, also eigentlich ein sehr anspruchsvolles Thema hat, mit dem wir in der Redaktion eine lange Zeit gerungen haben, was das wirklich bedeuten kann. Aber wenn ich es nur mal kurz sozusagen runterbrechen darf, war eine der zentralen Fragen vor Corona, vor Covid, vor Ausgangsbeschränkungen, vor Grundfreiheitsbeschränkungen, vor Schließung der Bildungsinstitutionen, ob wir in einer Zeit leben, wo eine Rückbesinnung auf humanistische Bildungsinitiativen oder Experimente, Bildungserfahrungen, Bildungsgeschichten einen Stolperstein, so war das Wort von Lorenz Lassnig, der sozusagen die Grundidee des Calls entworfen hat, gegen neoliberalistische Verengung von Bildung, gegen rein verwertungsorientierte Bildung, gegen Ausbeutung, Zerstörung des Planeten und so weiter, ob Humanismus einen Stolperstein bilden kann.
Und zum Beispiel auch mit Bezug in Wien hat sozusagen 2018 ein großes Festival der Humanities gegeben, das im englischen Sprachraum natürlich immer doppelte Bedeutung hat. Das heißt nicht nur, das heißt eigentlich nicht Humanismus, sondern im eigentlichen Sinn Geisteswissenschaften, wo war sehr stark humanistische Perspektiven in der Moderne diskutiert wurden. Und wir haben uns also sozusagen an den Anfangspunkt möchte ich sozusagen eine kurze Assoziation von meiner Seite zu Humanismus stellen und auch dann dich, Ulla, fragen, was deine Assoziationen zu Humanismus sind. Bei mir kommt sozusagen als erste positive Assoziation zu Humanismus Schiller in meinen Kopf. Und dieser ja schon wunderbare Satz aus diesen Briefen zur ästhetischen Erziehung, dass es die Freiheit, die Schönheit ist, durch die Menschen in Bildungsprozessen zur Freiheit wandern können, also sozusagen ein Bezug auf kulturelle Bildung, ein Bezug auf ästhetisches Empfinden, Freiheit. Was sind deine Assoziationen zu Humanismus, wenn ich dir mal so auf die Schnelle fragen darf? Also, genau, Schönheit, Freiheit. Im Prinzip scheint mir dieser Humanismusbegriff ein wahnsinnig schillerndes Phänomen zu sein. Vielleicht könnte man sogar sagen, es ist ein den europäischen Kulturraum zutiefst prägender Geistesstrang. Zugleich, wenn man sich ein bisschen intensiver mit der Geschichte des Humanismus beschäftigt und sich fragt, was wird in diesem Begriff eigentlich alles zusammengeführt, dann erscheint diese Verkürzung auf das Schöpferische, das Kulturelle, das Religiöse, das humanistische Erbe Europas doch eher ein bisschen zu schillernd und eine vielleicht einfach nur wohlklingende Worthülse zu sein, die, und aus der Richtung spreche ich sozusagen, die gegenwärtig natürlich auch massiven Gegenwind erfährt aufgrund der verschiedenen Dilemmata, in die sich dieses humanistische Erbe begeben hat. Also es ist sozusagen eine Entwicklung, die nicht eindimensional schön und gut und schillernd und auf Freiheit hinausläuft. Was mir so ein bisschen wichtig scheint, um den Humanismusbegriff einzugrenzen, also den gibt es als Begriff einer Geistesbewegung aus dem 14. bis 16. Jahrhundert, den gibt es auch als eine Epochenbezeichnung und natürlich gibt es sie auch in Form des klassischen Humanismus als eine Bildungsbewegung. Und ich glaube, das ist so der Ort, an dem wir als Erwachsenenpädagogen und Pädagoginnen hellhörig werden und das humanistische Bildungsideal beschwören und erkennen und uns auch immer wieder fragen, was ist davon in der Gegenwart eigentlich übrig geblieben. Wenn man sich so bei dem vielen, was der Humanismus ist, als römischer Humanismus, als Renaissance-Humanismus, als Neuhumanismus, als marxistischer Humanismus. Wenn man so runterbricht und sich überlegt, worum geht es eigentlich im Wesentlichen, dann würde ich mit Michael Zichy sagen, im Wesentlichen geht es um so ein paar Parameter, also die Würde des Menschen beispielsweise ist ein überragender Wert im Humanismus, der es geht dann gleich damit einher, dass das Zentrum unseres Wahrnehmungsuniversums, das bildet eben dieser Mensch im Vergleich beispielsweise oder in Differenz zum Tier, aber auch vielleicht in Differenz zur Maschine. Der Mensch also als höchster moralischer Wert und der ist würdevoll. Der ist, jetzt kommt der Schiller, großartig, schön, bewundernswert, und über alles in der Welt erhaben. Und wenn man weiter sucht, dann fragt man sich, was unterscheidet den Menschen von diesem Tier? Es ist vor allem, so wird akzentuiert, die Vernunft und die Sprachfähigkeit des Menschen, die ihn so auszeichnet und damit verbunden bestimmte Fähigkeiten, also die Fähigkeit beispielsweise, sich aus eigener Kraft zu formen und sich zum Besseren zu erheben. Das ist eine tief in den Humanismus eingeschriebene Idee, die wir heute vielleicht, aber da werden wir ja noch drüber diskutieren, wiederfindet in seiner Vollendung, in dem Versuch,
den Menschen perfekt zu machen, seine Perfektibilität zu erreichen, Zwischenstufe, sich selbst zu optimieren. Lauter Anklänge, die in dieser Idee, dass der Mensch sich aus eigener Kraft formen und zum Besseren erheben kann, entspringen können. Vielleicht noch wichtig, damit wir so als Selbst und in unserer grenzenlosen Individualität nicht atomisieren, also nicht vereinzeln, sorgt der Humanismus mit einer Überzeugung dafür, dass wir eigentlich auch soziale Wesen sind. Also die Überzeugung ist, dass wir in sozialen Bezügen leben, dass wir ein Animalsoziale sind, also menschliches Zusammensein total notwendig ist für die Entwicklung von all diesen Dingen, von der Selbstbestimmung, von der Freiheit, von der Autonomie. Und ich glaube, dieser Gedanke ist einer, der uns in Bildungskontexten auch wesentlich beschäftigt. Individualität und diese grenzenlosen Möglichkeiten des Menschen sind im Humanismus schon gekoppelt an unser Sozialsein. Notwendigerweise sind wir auf eine Kooperationsfähigkeit verwiesen, weil wir weder alleine für Nahrung sorgen könnten, noch alleine unsere Sozialität ausbilden könnten. So sind vielleicht die Grundpfeiler, die dann, das ist auch noch ein wichtiger Bezug, vor allem des Neuhumanismus auf die griechische und römische Kultur, auch solche Elemente wie die Bedeutung von Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit, von Gewaltenteilung in sich tragen. Also ein Konglomerat von wohlklingenden Dingen. Und ich würde mich jetzt eben freuen, wir könnten uns dahin bewegen, zu überlegen, dieser Humanismus stand als Geistesbewegung und auch als Bildungsbewegung, nämlich in der Geschichte nie ohne Kritik da. Es klingt alles wohlfeil und doch umschleicht den Humanismus eigentlich und vor allem auch die humanistische Bildungsidee seit ihrem Beginn umschleicht sie Kritik. Also sie stand nie kritikfrei im Raum, sondern sie wurde immer wieder problematisiert, früh angefangen bei Nietzsche, der sagte, das ist ein überdimensionales Bild und zugleich eine völlige Entleerung. Also der Mensch wird in dieser Vision oder Utopie völlig überhöht und hat in diesem Universum überhaupt nicht die Bedeutung. Bis hin, man könnte die Kritik weiterführen, bis hin zu einem wichtigen, bedeutenden kritischen Bildungstheoretiker, dem Heinz-Joachim Heildorn, der auch ein Problem hatte mit dieser humanistischen Fassung und natürlich auch begünstigt durch die kritische Theorie mehr so die Dialektik dieses Humanistischen aufspürte. Wenn ich da vielleicht kann. Ja, ich hätte jetzt geschlossen mit ganz aktuell und da finden wir wichtige Elemente, den Humanismus nicht in seiner Schönheit stehen zu lassen, ist einer meiner Lieblingsbildungstheoretiker aus Hamburg, Michael Wimmer, der diese antihumanistischen Strömungen und Gegensprachen gegen den Humanismus in einem wunderbaren Artikel von 2014 zusammengefasst hat. Und genau, da gehen wir vielleicht noch weiter hin. Ich sehe im Chat, die Birgit hat sozusagen mehr oder weniger auch sozusagen Humanismus mit Bildungsbürgerlichkeit assoziiert. Das ist ja sozusagen, wir haben uns ja sozusagen vorher ausgemacht, uns zu bemühen, zuerst zu beginnen mit einer positiven Startdarstellung des Humanismus. Okay. sind aber beide durchaus offen, du hast das jetzt schon angedeutet, mit Antihumanismus, das ist wahrscheinlich ein Wort, das zu erläutern gilt. Ich versuche es aber jetzt nochmal anders, wenn du gerade schon Heildorn erwähnst, das freut mich natürlich sehr, da habe ich ja sozusagen ein Zitat auf den Lippen, das für mein Soziologiestudium wahrscheinlich eines der wesentlichsten war, wo er formuliert, dass heutzutage, ich kann es nicht ganz genau zitieren, Bildung zu einem Moment geworden ist, die Nase des Menschen wie die eines Schweines am Boden zu halten. Also sozusagen genau das Gegenteil dessen, was sozusagen eine befreiende, die Würde des Menschen betonende Bildung ist. Und die zu der Linie komme ich dann gerne nochmal zurück. Die zweite Linie ist natürlich die, dass aus zum Beispiel Gertrud Spivak, dass aus dem postkolonialen und also zum grundsätzlich eurozentrismuskritischen Diskurs auch die Linie kommt zu sehen,
für wen ist humanistische Bildung gedacht? Vor allem für bürgerliche Schichten. Da erstellen Sie ganz schnell Fragen nach der Zugänglichkeit, die Sie wahrscheinlich in der aktuellen Situation nur mal deutlich radikalisiert stellen. Aber auch sozusagen die Frage der Geschlechtergerechtigkeit. Der Mensch des Humanismus ist im Wesentlichen ein weißer europäischer Mann. Für den dieses Bildungssystem auch funktioniert, aber wo gleichzeitig sozusagen ganz viele Bevölkerungsgruppen und auch soziale Gruppen ausgegrenzt sind. Aber da gebe ich eh nochmal gleich an dich zurück und sage sozusagen mit einer kurzen Werbeeinschaltung gleich einmal sozusagen eine andere Zeitschrift, eine neue Zeitschrift, die Zeitschrift Debatte her, wo du in der 2019er Nummer das Heft 1 ja sozusagen eine Kritik, jetzt nicht an einer humanistisch formulierten Position, aber an einer bildungsbürgerlich formulierten Position zu Bildung und Autonomie und Individualität vorgebracht hast. Ich mag da jetzt nicht genau vorlegen, was du zu sagen hast, aber so vielleicht magst du da eingehen ein bisschen drauf. Also genau, ich hatte befürchtet, dass unser Diskurs oder unser Gespräch hier natürlich weite Kreise zieht. Oder ich war gerade noch hängen geblieben bei deiner Replik auf sozusagen die Begrenztheit des Menschseins im Humanismus und der von mir hochgeschätzten dekonstruktiven Kritik, Spivak, aber auch Judith Butler, die eben schwer in Frage stellen, ob diese vom Humanismus eingeforderte universelle Gerechtigkeit für alle Erdenbürger und Bürgerinnen eigentlich relevant ist oder ob nicht das Menschsein per se auch eine exkludierende Kategorie ist, also wem das Menschsein zugesprochen wird. Judith Butler macht in einem ganz interessanten Beitrag Raster des Krieges, der Stefan hat auch den englischen Originaltitel vorliegen, die Frage auf, betrauern wir eigentlich alle Menschen in gleichem Maße? Und eine Frage, die ich, wie ich finde, jetzt zu Corona-Zeiten eine ganz besondere neue Relevanz kriegt. Also dahinter steckt die Überlegung und die antihumanistische Kritik. Möglicherweise bezieht sich der Humanismus auf ein Menschsein, das gar nicht alle Menschen inkludiert. Precarious life. Und das ist der eine Bogen, der uns natürlich auch zu einer bildungstheoretischen Kritik führt, die so vielleicht ungefähr ihren Ausgang nahm in der postmodernen Debatte. Sie erinnern sich, wird gerne Michel Foucault, dem französischen Philosophen und Historiker, zugeschrieben vom Tod des Subjekts. Wenn dieses Subjekt sich nur noch in Sprachspielen und Sprachstrukturen, so die poststrukturalistische Kritik, verliert, von welchem Mensch, von welchem Subjekt sprechen wir dann erstens und zweitens, und das ist, glaube ich, die bildungstheoretisch und bildungskritisch interessante Frage, wie kann es uns gelingen, immer wieder Strukturen und Bedingungen aufzudecken und über sie aufzuklären, die zu Exklusionen, zu Exkludierungen und zu Ausschlüssen von bestimmten Menschen, von bestimmten Lebensformen, von bestimmten Zugehörigkeiten und so weiter führen. Vielleicht so mal den Bogen aufgemacht. Genau, super. Ich würde jetzt sozusagen mal ein bisschen einen Zwischenschnitt setzen und das Thema Corona und Covid und die aktuellen Bedingungen vielleicht einmal einbringen, auf die wir ja sozusagen unsere unter Anführungszeichen einleitenden Bedingungen dann immer wieder beziehen können. Und nur mal meine Einleitungsfrage und ein bisschen die Frage des Magazins noch mal stellen, ist der Humanismus in all dieser Kritik, dieser sozusagen dekonstruierte Humanismus, wie wir ihn jetzt so kurz zu skizzieren versucht haben, der sozusagen ein kritisierter Humanismus, der sich bewusst ist, dass er zu Ausschlüssen führt, dass er Männer bevorzugt, dass er sozusagen Begüterte bevorzugt, ob das jetzt Begüterung im Sinne von kulturellen oder realen Ressourcen ist.
wenn ich sozusagen diese einfache Frage, die sozusagen wirklich in dieser Hoffnung vieler meiner kritischen Erwachsenenbildungskolleginnen am Anfang der Covid-Corona-Maßnahmen, macht Corona was anders? Werden wir sozusagen wieder stärker auf den Wir, wer immer dieses Wir ist, auf Menschlichkeit fokussieren? Wird diese schnelle neoliberalistische, ressourcenverschleißende, mit großen Reisen verbundene, diese weltausbeutende Gesellschaftsstruktur, wird es da einen Bruch geben? Was ist deine Einschätzung? Man hatte am Anfang, also für mich hat diese Corona-Krise, Pandemie-Zeit ganz verschiedene Phasen offenbart oder gehabt oder in der Wahrnehmung. Ich hatte wie den Eindruck, möglicherweise hatten wir am Anfang ein Erleben von ungeahnten neuen Solidaritäten. Plötzlich war oder schien jedes Leben lebenswert und vor allem auch schützenswert. Hier wurden ganze Industrien wurden lahmgelegt, um gefährdete, auch vulnerable Personen zu schützen, letztendlich natürlich, aber jedes Leben. In dieser Phase konnte man möglicherweise den Eindruck gewinnen, vielleicht geht ein kleines Fenster auf und die Menschheit, der globale Kapitalismus besinnt sich darauf, auch Staaten und Nationen besinnt sich darauf, Leben, also das Humanum zu schützen und als wichtigstes Gut neue Bedingungen zu schaffen. Ich fand spätestens in einer zweiten Phase, in der zum Beispiel Bilder aus den USA die Runde machten, Obdachlose auf dem Parkplatz eines Luxushotels in so Parzellen untergebracht wurden. Das Luxushotel war übrigens leer, also sie hätten durchaus auch dort übernachten können. Da blieb einem dann schon so die Spucke weg, also wie weit sind wir mit dieser Solidarität? Als dann der Diskurs begann, naja, vielleicht sind die Alten ja doch nicht so schützenswert, die sterben ja sowieso demnächst, da fing es so an, brüchig zu werden, oder? So, dann erhielt dieses Bild ein bisschen Brüche und ich würde heute jetzt so vielleicht die letzte Phase, die ich beschreiben möchte, nachdem nun in der Schweiz, in Deutschland, aber auch in Österreich so etwas wie die neue Normalität ist, glaube ich, die Phase etikettiert worden aus politischen Kreisen, also so etwas wie die neue Normalität Einzug hält, sehe ich persönlich am Horizont keinerlei Konsequenzen aus dieser Corona-Krise. Es geht um den ganz schnellen Versuch, die Wirtschaftsaktivitäten wieder in Gang zu setzen. Dazu werden die Schulen wieder geöffnet. Meine These ist ja auch so früh, werden Bildungsinstitutionen wieder geöffnet, damit die Eltern wieder arbeitsfähig werden können. Also ich sehe, dass hier eigentlich der Diskurs sich längst bereits schon wieder in eine Richtung entwickelt hat, der uns erklärt, wie bedeutsam es ist, massive staatliche Subventionen in die wirtschaftlichen Aktivitäten einfließen zu lassen. Und ich habe mich dann auch nicht gewundert, als der Lufthansa-Chef vor einigen Tagen sagte, aber dies bitte, also bitte um Subventionen und Unterstützung, aber dies bitte ohne den Anspruch auf eine Geschäftsführungsrolle im Unternehmen. Also ich bin ein bisschen skeptisch, ob die, vielleicht hat die Dynamik oder die Gewalt dieser Epidemie oder dieser Pandemie doch noch nicht ausgereicht. Das könnte eine These sein, um zu einem tatsächlichen Neu- oder Umdenken zu gelangen. Vielleicht knüpfe ich da jetzt einmal kurz noch an. Einerseits mit, also sozusagen nur mal an diese Idee, die mir ja von Anfang an suspekt war, weil ja ich sozusagen immer der Ansicht bin, ich bin kein Krisentheoretiker, also ich gehe nicht davon aus, dass gesellschaftliche Zusammenbrüche grundsätzlich eine Chance eröffnen zu was Besseren.
Aber sozusagen, natürlich in manchen gesellschaftlichen Bereichen hat man sozusagen sowas wie eine neue Langsamkeit, eine neue Achtsamkeit, die aber natürlich erzwungen war, beobachten können. Gleichzeitig war sozusagen für mich immer ganz stark die Frage im Zentrum, wer trägt die Last dieser Schließungen? Und das hat sich in den Debatten, finde ich, sehr, sehr früh abgezeichnet. In Österreich war ja eines der ersten Maßnahmen die Änderung des Epidemiegesetzes, die sozusagen mehr oder weniger die Entschädigung von Lohnarbeitenden und Kleinunternehmern ausgehebelt hat und sozusagen diese Mittel in große Fonds verschoben oder in große Töpfe verschoben hat, die vor allem, wie man jetzt sieht, größeren Unternehmen und Unternehmungen zugutekommen und dann sozusagen diese Ungleichzeitigkeit. In Österreich sind, die uns auch schon ein bisschen zur nächsten Frage führt, was das Ganze für den Bildungsbereich bedeutet. Die Baumärkte sind offen gewesen. Die Consulting-Agenturen ums Eck haben Hochbetrieb gehabt, die haben es immer so formuliert, ja, Consulting ist natürlich systemrelevant für Neoliberalismus. Die Spielplätze, die Freibäder, die Musik, die Museen, die Bildungsinstitutionen in Österreich sind im Prinzip teilweise wieder geöffnet, die Spielplätze, die Museen zu, aber die Bildungsinstitutionen, vor allem die Erwachsenenbildungsinstitutionen, bleiben zu mit einer speziellen Verordnung, die sehr genau regelt, wann wir die Erwachsenenbildungsinstitutionen wieder öffnen dürfen. Da komme ich dann nochmal zurück. Und die sozusagen, um nochmal zur Lastverteilung zurückzukommen, gerade sozusagen die Kinderbetreuung, war über die ganzen Wochen jetzt mehr oder weniger klar, dass das die Eltern neben den Berufstätigkeiten erledigen müssen, weil das ja sozusagen, da hat es dann eine Debatte darum gegeben, ist das jetzt sozusagen überhaupt ein Backlash genereller Natur, wo sozusagen mehr oder weniger Ideen zurück zu den 50ern wieder aktuell werden. Also die Frage wirklich, wer trägt die Last? Und ich bin in der Tat zunehmend und zunehmend skeptisch, dass das einen Systemwechsel bedeuten kann, weil wenn man sozusagen die Empfehlung Leopoldia, dieses deutschen Expertengremiums, die ja wirklich eigentlich eine Radikalisierung des Neoliberalismus sparen in sozusagen verzichtbaren Bereichen. Und auch sozusagen, ich finde, man sieht durch diese Krise schon sehr deutlich, was als die verzichtbaren Bereiche gelten. Das ist Bildung, das ist Kultur, das ist Unterricht, unabhängig davon, wie sozusagen die Gefährlichkeit des Zusammenseins in diesen Bereichen abgeschätzt wird. Und vielleicht nur noch ein Letztes zu dieser Verordnung. Das wirklich dann Gruselige an dieser Verordnung des Gesundheitsministeriums ist es, dass Bildung auch dort wieder beginnen kann. Und da nehme ich jetzt da sozusagen eine Anmerkung aus dem Chat auf, wo sie verwertbar scheint. Die Maturanten oder Abiturienten dürfen zuerst zurück. Alle Bereiche, die sowas wie abschlussorientierte Bildung anbieten, also eigentlich genau die gegenteilige Perspektive zum Humanismus, die ja sozusagen nicht zielorientierte Bildung zumindest idealistisch formuliert fordert, die werden wieder geöffnet. Also ich finde, man sieht im eigentlichen Sinn keinen wirklichen Systemwechsel, aber vielleicht bleiben wir nur ein bisschen bei der Frage, was bedeutet Corona für den Bildungsbereich, für die Erwachsenenbildung? Vielleicht magst du da einfach noch einmal anknüpfen. Darf ich vielleicht kurz was aus dem Chat einwerfen, Ja. was du dich ja so gut dazu weißt? Gesa, eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer namens Gesa, hat dafür ja schon mal gepostet, mit dem Beispiel aus der Schule, der Ethikunterricht wird jetzt abgeschafft, in der Situation, wo man eigentlich eine sehr geeignete Situation hätte, um über ethische Fragen was zu lernen und zu reflektieren. Das zeigt auch ganz gut, passt auch gut zu dem, was gerade diskutiert wurde. Sozusagen, also die Teilnehmer, der Teilnehmer schreibt auch, es wäre so also ein ethisches Live-Erlebnis möglich und stattdessen hat man den Fokus auf die sogenannten Hauptfächer. Ja. Ja. Ja, auch jenseits der Schule, mir scheint auch etwas deutlich geworden zu sein entlang der Corona-Herausforderung. Also mir scheint deutlich geworden zu sein, was ich vielleicht unter dem Stichwort Nichtwissen subsumieren möchte, wie bedeutungsvoll es plötzlich als Erlebnis wurde, zu erkennen, was wir alles
nicht wissen in dieser Krisensituation, als sie so in den Anfängen war. Was ist das für ein Virus? Wie entwickelt es sich? Was sind die Infektionsketten? Wer ist besonders betroffen? Wer ist weniger betroffen? Sehen wir uns dann erstaunlicherweise oder vielleicht auch einfach gewöhnlicherweise stark verlassen haben, sind Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen, die Medizinerinnen, die uns erklären konnten, wie die Epidemieverläufe sind, was jetzt getan werden sollte und so weiter. Und man hat schier den Eindruck, dass sozusagen die Idee, dass gesellschaftlich relevantes Wissen in der Bevölkerung vorhanden ist, die gemeinsam in einen Austausch und in eine Verhandlung darüber gelangen, was jetzt für die Gesellschaft relevante Momente oder Bewegungen sein könnten, das wurde wie so stillgestellt. Also jetzt sind wir sehr autoritär, könnte man meinen, dem Wissen und dem Nichtwissen von Virologen, die ja freundlicherweise auch immer wieder darauf hingewiesen haben, dass es auch für sie ein relativ unbekanntes Phänomen ist, zumindest zum Teil haben sie das getan und uns dann haben teilhaben lassen an dieser Wissensgenese. Aber wir haben das, die Wissensgenese und die Verhandlung dieses Wissens doch ziemlich deutlich an Experten und Expertinnen abgegeben. Das wäre jetzt, das finde ich, für die Erwachsenenbildung zumindest in ihrer klassischen also Tradition des gemeinsamen Wissensaufbau, um über gesellschaftliche relevante Fragestellen auch gemeinsam entscheiden und abstimmen zu können, also sich eine Meinung darin zu bilden und in diesen Meinungsbildungsprozessen eben zu Entscheidungen zu kommen. Ein starkes, eher so ein Flashback, oder? Damit hatten wir jetzt gar nichts mehr zu tun. Es waren Autoritäten, die uns sagten, was jetzt für das Überleben das relevante Tun ist. Vielleicht nur noch als Ergänzung und darin ja auch auf der Ebene der Experten, also vorrangig Virologen, Epidemiologen und andere Mediziner, die so an dem Phänomen waren. Und es war relativ schnell still geworden um soziologische Dimensionen der Krise, um psychologische Dimensionen der Krise, die zumindest zunächst noch gar kein Gehör gefunden haben. Also die Frage an uns Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner, wie ist das Verhältnis von Wissen und Verhandlung über die menschlichen Angelegenheiten in Zeiten von Corona verlaufen? Ich mag da eher vielleicht nur kurz anknüpfen, weil ja wirklich, du hast es ja formuliert, es waren Natur- oder Formalwissenschaftler in Österreich, waren ja diese Prognostiker im Wesentlichen Mathematiker. Mhm. Und die Prognosemodelle waren zwar, wie es oft bei Prognosemodellen ist, hochmathematisch, aber sozusagen die Faktoren, die dann die Entwicklung der Prognose formulieren, sind mehr oder weniger externe Faktoren in diese Prognosen eingeflossen, ohne diskutiert zu werden. Mhm. Zum Beispiel, dass Schule und Kindergärten ein wesentlicher Aspekt sozusagen einer Explosion der Seuche sind, ohne dass es dafür wirkliche Belege gegeben hat. Und ich muss auch noch dazu sagen, ich habe unter diesen Experten nicht eine Frau im österreichischen Diskurs gesehen. Das waren ausschließlich Männer höheren Alters, gut situiert und sozusagen das wirklich Bestechende in Österreich nur in der Diskussion, vielleicht schaffen wir es da am Ende nur kurz hinzukommen, dass ja sozusagen diese Experten gleichzeitig immer stark gefährdet waren, sozusagen das Wohlwollen der Regierung zu verlieren und dann von Experten zu Möchtegern-Experten, so unser Bundes-, also der österreichische Bundeskanzler oder angeblichen Experten wurde. Also Expertise, die ja ganz schnell verloren gehen kann, wenn sie nicht dem Regierungskurs entsprochen hat. Mhm. Was ich nur kurz thematisieren möchte, ist natürlich, dass für die Erwachsenenbildung die Corona-Krise zumindest in Österreich ökonomisch katastrophal ist. Die Volkshochschulen und andere Erwachsenenbildungshäuser sind geschlossen. Das heißt, es finden derzeit keine Kurse statt, es wird kein Geld eingenommen. Gleichzeitig noch schlimmer im Wesentlichen ist die Frage sozusagen der Lehrenden. Wenn es also sozusagen deren
ökonomische Situation immer prekär war, aber die momentan in der Tat existenzbedrohend ist, weil viele von denen völlig ohne Einkommen dastehen und gleichzeitig aus diesen Härtefall-Geschichten in Österreich vollständig draußen sind, wo man wirklich sagen muss, es mag schon sein, dass sozusagen gerade Corona, Covid und diese gesellschaftliche Krise aufzeigt, wie dringend sie Erwachsenenbildung braucht, nur was von Erwachsenenbildung danach übrig sein wird, was weiter gefördert wird. Man sieht es also sozusagen ja wirklich die Abschlussorientierte, das ist in der Tat die Frage. Auf jeden Fall. Also du hast da super wichtige Dinge angesprochen, die Situation der Weiterbildung natürlich auch in der Schweiz und auch in Deutschland massiv bedrohen. Insbesondere wird auch in der Krise noch einmal deutlich, wie prekär die Beschäftigungsverhältnisse auch vorher schon waren. Und das spitzt sich jetzt auf ein neues zu. Vielleicht ein Aspekt, in dem wir Fluch und Segen zugleich erkennen könnten. Also was ich zumindest aus dem Schweizer Kontext berichten kann, ist, dass es umgehend natürlich eine wahnsinnige Dynamisierung dieser Digitalisierungswelle zu beobachten war. Oder plötzlich wurden neue Formate und neue Kommunikationsplattformen und neue Möglichkeiten, ich sage es jetzt mal positiv, des gemeinsamen Austauschs in der Distanz erfunden, aktualisiert, reaktualisiert, wieder aufgeworfen. Also die Digitalisierung hat einen enormen Schub erfahren. Zugleich in all ihrer Ambivalenz natürlich auch eine Verkürzung. Das Einzige, worauf ich hinweisen möchte, wäre gegebenenfalls, wäre ja eine Möglichkeit, tatsächlich mal etwas Sinnvolles dieser Digitalisierung in der Möglichkeit zu erkennen, über diese Krise oder das Phänomen Corona kollektives Wissen zu sammeln. Ich denke da nur an die unzähligen Podcasts, die entstanden sind, an die unzähligen Gefäße, in denen sozusagen um das Wissen gerungen wurde, das uns überhaupt erst in die Lage versetzt, uns eine Meinung zu bilden. Vielleicht bei aller, also wir können gerne noch mal einen Talk über Digitalisierung machen. Ich bin da ausgesprochen skeptisch und befürchte, dass auch diese instrumentalisiert wird für die abschlussorientierte und inkludierende und assimilierende Weiterbildung und so weiter. Aber will nur darauf hinweisen, möglicherweise wäre darin auch ein Potenzial, dass wir als Erwachsene, dass wir uns als Erwachsenenbildung aufschließen könnten. Ich wollte bei der Digitalisierung auch noch sozusagen anknüpfen, was ich sozusagen wirklich, zumal ja nicht nur die Erwachsenenbildungsinstitutionen, sondern die Universitäten auch sozusagen sehr stark auf Digitalisierung umgeschwenkt haben. Das ist jetzt gar nicht das Widerspruch. Ich finde sozusagen einerseits dieses pädagogische Potenzial interessant, aber auf der anderen Seite die Erkenntnis, dass diese digitalen Räume selbst im universitären Bereich so um die 10% der Studierenden ausschließen, speziell Gaststudierende, die sozusagen in dieser Ausgangsbeschränkungszeit von ihren IT-Kommunikationsinfrastrukturen abgeschnitten waren, weil die in der Bibliothek oder so genutzt haben und selbst bei so einem hochgebildeten Bildungsteilnehmerinnen-Klientel sie da extreme Effekte zeigen, die natürlich in der Erwachsenenbildung im Versuch auf Digitales umzustellen, ist das eine Preis- und eine Infrastrukturfrage natürlich. Ja, ja. Also Tertiärbildung an der Hochschule, also da könnten wir auch, glaube ich, ein ganzes Streitgespräch darüber führen. Ich habe relativ früh einen bewegenden Aufsatz in der Zeit oder Artikel in der Zeit gelesen, der heißt Die Hierarchie der Not. Und auch in meinen Erfahrungen, weil unser Frühjahrssemester ja bereits in der Schweiz bereits im Februar beginnt und jetzt im Mai auch schon endet. Also ich war sozusagen im Semester, als ich angehalten wurde, eine Umstellung zu betreiben und konnte deshalb auch verschiedene wie ethnografische Beobachtungen machen. Und diese Hierarchie der Not, die zeigte sich schon im ganz kleinen Mikrokosmos unserer
synchronen Lehrveranstaltung. Welche Studierende arbeiten zu Hause unter welchen Bedingungen, mit welchen Geräten? Sind da Kinder mitzuverfolgen, die durch den Bildschirm laufen, weil sie auch versorgt und bespielt werden müssen? Sitzen da Studierende in ganz kleinen, engen Küchenräumen, wo sie gerade noch ein Büro sich einrichten können, oder wie ich jetzt hier auch auf einer sonnengefluteten Terrasse? Also diese Hierarchie der Not, die zieht sich auf jeden Fall durch digitale Räume und wird darin vielleicht auch das für uns als SozialwissenschaftlerInnen interessant, wird darin vielleicht sogar noch deutlicher als im Präsenzhörsaal. Mhm. Also interessanter Nebenaspekt. Ich mag einerseits nur mal in den Chat jetzt auch sozusagen hörbar die oder generell, wer jetzt Fragen hat, bitte chatten. Wir haben uns eher dagegen entschieden, die Mikros für alle zu öffnen, weil wir eh so gesprächig sind. Das ist jetzt eher selbstkritisch gemeint, aber auch sozusagen in einer großen Runde. Aber wer Fragen mag, bitte mal den Chat bedienen. Und sozusagen jetzt nur mal weg, nicht weg, vielleicht von dieser kritischen Perspektive in eine andere kritische Perspektive, ob uns die Covid-Corona-Krise Bildungserfordernisse aufzeigt, die im Sinne einer kritischen Erwachsenenbildung unter Einbezug alles dessen, was wir jetzt formuliert haben, was relevant wäre. Und ich bringe vielleicht nur wirklich ein, zwei Aspekte. Darf ich kurz, Stefan, bleiben wir kurz bei den Userinnen nachher aus dem Chat. Ja. Und vielleicht könnte man dann die Frage, die du gerade angesprochen hast, Bildungserfordernisse, vielleicht in Richtung der Schlussrunde mitnehmen dann. Ja, ich habe im Hintergrund, als du es nicht mitbekommen hast, nachgefragt bei sehr chataktiven Userinnen, ob jemand Lust hat, sich freizuschalten. Und Frau Langenieder, Sie haben gemeint, sie würden gerne ein Statement machen. Also sie haben jetzt wieder sozusagen Stimme, wenn sie sich hierbei machen wollen, Frau Langenieder. Na, ich habe jetzt nie gesagt, ich muss mir unbedingt, ich habe das eh im Chat alles gepostet. Ich möchte das, also nein, ich möchte gar nicht unterbrechen, Stefan, jetzt. Na du, aber jetzt bist du schon da, jetzt hast du keine andere Wahl. Genau. Das sind mir eine Reihe von Aspekten aufgeworfen, die teilweise in der Diskussion auch da waren, habe ich wahrgenommen. Zum Beispiel auch die Frage nach Mediendidaktik, Frau Lange, da wie gesehen im Chat. Gibt es da eine Frage ihrerseits oder einen Beitrag dazu? Ja, eine Mediendidaktik insofern, als dass wir ja, wie schon richtig aufgezählt worden ist, wir wissen, dass unsere Politiker ja hauptsächlich von Naturwissenschaftlern, Ärzten, Virologen und so weiter beraten wurden und diese Public Health-Perspektive ziemlich ausgeklammert wurde. Und diese Mediendidaktik im Sinn von Massenmedien, also nicht jetzt Mittelmedien, sondern Massenmedien, wie man die eigentlich hinterfragt, wo man sagt, okay, wer ist da die Stimme? Zum Beispiel auch, weil sie eben in der Schweiz sitzen. Hm. Jetzt kommt bei uns in Österreich der Lufthansa-Chef zur Gott sei Dank grünen Bildungsministerin und will da Milliarden für sein Lufthansa-Auer-Unternehmen und uns wird verkauft, ja, das sind Arbeitsplätze, das ist alles so wichtig, wir müssen denen jetzt Geld geben. Ich möchte bezweifeln, ob da ein Fernsehnutzer sagt, okay, woher kommt das Geld? Das ist aber mein Steuergeld. Das ist aber nicht, warum werde ich nicht gefördert mit Kinderbetreuungseinrichtungen, mit was auch immer, aber der Auer schiebt man das Geld in den Rachen. Oder die zweite österreichische wirtschaftliche Perspektive wäre KTM. KTM nutzt die Kurzarbeit, hat es eh schon wieder aufgehört. Man fragt sich, okay, woher kommt das Geld der Kurzarbeit? Das kommt aus dem Steuertopf. Wer zahlt das? Warum bekommt KTM, um Aktionäre zu bedienen, vielleicht so viel Geld? Und wer bekommt das nicht? Also das sind einfach so budgetpolitische Fragen, die in der Medienbildung, also in der Massenmedienbildung jetzt aufgeworfen werden oder nicht. Egal, ob wir uns jetzt über Humanismus unterhalten, aber das sind so aktuelle Dinge, wo ich mich wirklich gefragt habe, ja, wo bleibt da die Medienbildung? Ja, das ist die Frage. Ich finde es eine total spannende Fragestellung, die uns, also mich jedenfalls gedanklich sofort in ganz tiefe Tiefen leitet. Also erstmal diese Medien als beschriebene vierte Gewalt im Staat und was ist zugleich ihre Möglichkeit, beziehungsweise wie wurde die auch über neoliberale Politiken der letzten Jahrzehnte
verschoben. Ich würde dann sofort den Link machen, Medien, vierte Gewalt. Ja, weiß nicht, ob Sie das jemals machen. Wir müssen den Konnex von, den Zusammenhang von Wissen und Macht. Was ist bedeutungsvolles Wissen? Was ist nicht bedeutungsvolles Wissen? Und es gibt mit Laclau und Mouffe immer wieder ein auch einen gesellschaftlichen, einen hegemonialen Kampf um das Bedeutsame oder das Bedeutungsvolle. Und was gegenwärtig jetzt wieder neu auf die Agenda gesetzt wird im Post-Corona-Zeitalter als das Bedeutungsvolle, auch von den Medien, aber auch von uns in unseren eigenen Leben und von der Politik und von der Wirtschaft, das ist eine Hegemonie, also würde ich mit Laclau und Mouffe als hegemoniale Auseinandersetzung bewerten, bei der nicht alle dieselben Möglichkeiten haben, das Bedeutungsvolle als ein Zeichen, das gefüllt werden muss mit Inhalt, da haben nicht alle dieselbe Möglichkeit, den Inhalt reinzuladen. Und das müssen wir ganz aufmerksam im Auge behalten, wie gegenwärtig wieder neu gerungen wird, um was ist bedeutsam, was ist jetzt wichtig. Wer sagt, was jetzt wichtig ist? Da kann ich vielleicht nochmal sozusagen eine meiner letzten Fragen ist es nicht, die sozusagen zu Medien, Medienlandschaft und aber schon auf die Lernfrage oder die Bildungsfrage, die jetzt im Chat gerade nochmal thematisiert wird, aber ich lasse das jetzt nochmal ein bisschen außen vor. Einerseits ist natürlich kritische Medienkompetenz die Kompetenz zu bezweifeln, was Medien schreiben. Würde ich mal sagen, das muss vermittelt werden, ist eine wesentliche Aufgabe der Erwachsenenbildung, wie das in Covid-Zeiten, weil meiner Meinung nach Erwachsenenbildung ja schon soziales Zusammensein, gerade im Kontext einer kritischen Erwachsenenbildung, ohne das eigentlich nicht denkbar ist. Die lebt von Zusammenarbeit, von Kollaboration und so weiter. Aber nur noch mal einen Leitartikel, der mich wirklich schockiert hat und man nur mal sozusagen bezüglich der Medienlandschaft in Österreich zu denken gab, wo der Chefredakteur der Wiener Zeitung unmittelbar nach der Einführung der Ausgangsbeschränkungen in einem Huldigungsartikel sozusagen die Kritikfreiheit der jetzt aktuellen Situation gar nicht zur Debatte gestellt hat, sondern wie schön das ist, dass jetzt niemand Kritik übt, weil allen klar ist, wir arbeiten alle zusammen und eigentlich braucht es ja eh niemand diese Kritik. Die Zeit der Kritiker wird schon wieder kommen, die sollen nicht weinen, so der Tenor. Was natürlich absolut dafür spricht, diese Zeitung abzubestellen, dazu einen Schritt habe ich noch nicht gewagt, aber sozusagen auch für kritische Medienkompetenz spricht und da sie die Frage stellt, wie kann man als Erwachsenenbildner oder Bildnerin an der Fähigkeit zu arbeiten, Kritik immer zu üben. Weil das für mich schon was Zentrales ist, es gibt keine Zeiten, wo Kritik nicht gefragt ist, wo Hinterfragen, wo Neugier, wo Nachdenken nicht gefragt ist. Und ich glaube, dass das besonders Covid zeigt und dass es auch darum geht, da sozusagen Wege zu finden, wie man sozusagen da neue Formate an den Volkshochschulen, an den Bildungseinrichtungen entwickelt und durchführt. Jetzt gebe ich nochmal. Also der Artikel, ich habe ihn noch nicht gelesen, aber du hast mir schon davon berichtet. Genau, also ich meine der, und damit schließt sich auch der Kreis zum Beginn unseres Gesprächs, der führt natürlich alle humanistischen Ideale, die proklamiert werden, ad absurdum. Ne? Wenn Kritik sozusagen keine Größe ist, die von Bedeutung ist, denn ich habe im Gegenzug interessanten Artikel von einem Staatsrechtler gelesen, der genau das Gegenteil behauptet hat. Kritik ist genau in diesen Zeiten systemrelevant, weil hier, wir hatten vorhin darüber gesprochen, zahlreiche ethische Dilemmata diskutiert werden. Wen gilt es zu schützen, das Leben oder das Gesundheitssystem? Wer kann hier wie systemrelevant arbeiten? Wer wird dafür wie bezahlt? Wer kann wen schützen? Wer ist für wen gefährlich, welche Bedeutung hat Kunst, welche Bedeutung hat Kunst vielleicht gerade in dieser Krise, welche Bedeutung hat Bildung darin. Lauter ethische Fragen, die eigentlich zu klären wären und die Kritik als Praxis notwendig erscheinen lassen. Insofern könnte man diesem Politiker könnte man sein sicherlich auch proklamiertes humanistisches Ideal von Gemeinwohlorientierung sicherlich
um die Ohren schlagen. Aber gleichzeitig ist natürlich die Frage aufgeworfen, wie kann diese kritische Medienkompetenz auch entwickelt werden? Und das, würde ich sagen, ist eine der zentralen Aufgaben von Erwachsenenbildung, Menschen in die Lage zu versetzen, ich hatte es vorhin auch mit Corona gemeint, Sachfragen so zu durchdringen, von so vielen verschiedenen und unterschiedlichen Seiten zu beleuchten. Im aktuellen Magazin ist ein Beitrag zum Finanzwesen, wo wir als Otto-Normal-Verbraucher und Verbraucherinnen vielleicht viel zu wenig von verstehen, um tatsächlich substanzielle und wichtige Kritik üben zu können, inklusive des Entwurfs von neuen Möglichkeiten oder Idealen. Also wenn man eine substanziell fundamentale Aufgabe von Erwachsenenbildung zusammenfassen will, könnte man sagen, sie muss die Bedingungen und Möglichkeiten einer systemrelevanten Kritikfähigkeit unterstützen. Wilfried hat mir gebeten, die Schlussrunde einzuleiten, aber ich glaube, wir sind schon mitten in der Schlussrunde, weil diese sozusagen diese Reflexion darüber, nachdem wir uns beide als kritische Bildnerinnen und Erwachsenenbildnerinnen verstehen, ist es schon eine zentrale Frage, die sozusagen wir mit dieser Diskussion heute mitstellen wollen. Was wird aus kritischer Bildung? Was bedeutet kritische Bildung? Und ich kann vielleicht nur einen Aspekt hinzufügen, dass ja, das ist jetzt nicht jetzt ganz ernst gemeint, ich bin ja schon Zyniker ein bisschen, dass dieses Bildung später wieder öffnen als Baumärkte und anderes für mich schon ein bisschen darauf hindeutet, dass Bildung nach wie vor als kritisch oder gefährlich eingeschätzt wird und man das lieber sozusagen nur ein bisschen verschlossen haltet in diesen Zeiten des Schulterschlusses, aber das mag jetzt fast überoptimistisch zum Ende sein. Aber ich denke mal, die Notwendigkeit einer kritischen Bildung in diesen Zeiten steht irgendwie klar vor Augen. Also wenn man sozusagen ein bisschen recherchiert, ein bisschen nachdenkt, und muss eine Aufgabe für die nächste Zeit sein. Und, Das wäre jetzt schon fast mein Schlusswort gewesen. Jetzt gebe ich vielleicht dir nochmal für, wenn du noch was sagen magst, und dann nochmal dem Wilfried. Genau, also mache ich nochmal ein neues Fass auf, aber was mich sehr umgetrieben hat die letzten Wochen, und vielleicht mache ich jetzt nur ein bisschen Werbung dafür, war die Frage nach der Beschränkung von Freiheit, von Grundrechten und sozusagen dem ethischen Dilemma Gesundheit auf der einen, Freiheit auf der anderen Seite. Insofern hätte ich heute ganz super gerne auch noch über den anderen Topos in eurem Magazin Humanismus und Freiheitlichkeit gesprochen, weil auch vor allem insbesondere in den letzten Tagen, vielleicht schon Wochen, in denen der Ruf immer lauter wurde, dass unsere Freiheitsrechte zu stark eingeschränkt wurden, bin ich voll dabei, hatte zugleich aber in diesem Diskurs auch eine kleine Gefahr gesehen, nämlich, und damit nehme ich Bezug zu Wilfrieds Anfangsbild, nämlich, dass Freiheit als etwas total Individualistisches verstanden wird, im Sinne von meine persönliche Freiheit, einkaufen zu gehen, meine persönliche Freiheit, mich mit Freunden zu treffen und so weiter. Und in dem Kontext will ich nur vielleicht an Hannah Arendt erinnern, für die diese Freiheit nie bedingungslos war und immer dort endete, wo die Freiheit des anderen begann. Und auch das wäre sozusagen eine Revision des humanistischen Freiheitsbegriffs, wäre hier vonnöten, um nicht Gefahr zu laufen, dass wir denken, ich will auf jeden Fall das tun, was andere mir verboten haben, sonst ist meine Freiheit beschränkt. Da kann ich vielleicht auch noch mit einem letzten Schlusssatz nur mal mit Schiller anknüpfen, weil entgegen der Rezeption von Schiller beispielsweise in der Spieltheorie dieses durch die Schönheit zur Freiheit wandern bei Schiller kollektiv ist. Also sozusagen immer bezogen auf Gemeinschaftlichkeit und eigentlich stark entgegensteht so einem individualistisch-egoistischen Freiheitsbegriff. Mhm. Da geht es immer auch um die Freiheit der anderen, die mitbedacht werden muss, um die Freiheit der Gesellschaft insgesamt, derer, mit denen man zusammenlebt. Ja. Genau, da haben wir jetzt nur eine wichtige Frage zum Schluss aufgerissen, die wir jetzt eigentlich, denke ich mal, einfach so stehen lassen und hiermit schließen, und ich gebe an den Wilfried zurück, bedanke mich für alle, die mitdiskutiert haben, auch bei dir, Ulla, und gebe jetzt dem Wilfried wieder das Wort.
Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Ulla, für eure informierte Diskussion, sehr belesener Diskussionspartnerinnen und Partner, der ich mit viel Spannung gefolgt bin. Für mich ging es schnell sozusagen von den alten und auch jüngeren Theoretikern und Theoretikern in ganz konkrete Reflexionen unseres Alltagserlebens im Moment hin und in eine Bildungspraxis und auch wieder zurück. Mir schwirrt ein bisschen der Kopf, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe mich jetzt erinnert gefühlt an den letzten Statements von euch an etwas, was ihr recht früh in dieser Corona-Pandemie-Situation sozusagen gelesen habe, einen Blog oder einen Artikel von Sascha Lobo, ich glaube es war im Spiegel, der den Begriff der Vernunftpanik sozusagen mir da näher gebracht hat und meinend damit, und das ist fast jetzt ein Stück für mich auch die Diskussion zusammen, jetzt haben wir auf Humanismus zurückgehört oder Aufklärung als Ideal sozusagen, Vernunft als ein humanistisches Bildungsideal, vielleicht auch ein aufklärerisches Ideal, sich mündig zu machen, und in der jetzigen Situation wird uns so viel Vernunft abverlangt und verlangen wir uns selbst ab, dass wir damit auch unsere Kritikfähigkeit beschneiden und vielleicht in eine Panik verfallen, das Denken sozusagen auch wirklich einzusetzen. Mhm. Deswegen fand ich den Begriff Vernunftpanik da irgendwie ganz passend und für mich immer wieder gut erklärend auch in dieser Situation. Ja, aber ich will die Diskussion nicht weiter aufmachen, sondern einfach nochmal hier auch abrunden an dieser Stelle. Ja gut, Karin, würdest du uns kurz noch schnell sagen, wie man seine Teilnehmer bestätigen kann, wenn man die haben möchte? Ja, sehr gerne. Ich werde noch kurz meinen Bildschirm teilen dafür. Ganz kurzen Moment. Sie sollten nun die Folie sehen können. Also können Sie das sehen? Ja. Sehr gut. Genau, also wir haben da eben zwei kurze Links. Der erste Link ist, wenn Sie jetzt wirklich eine Teilnahmebestätigung für diese eine Stunde möchten. Wir machen das eben seit kurzem, dass wir auf Wunsch auch Teilnahmebestätigungen ausstellen, wenn Sie das brauchen. Da gibt es ein kurzes Formular, da müssen Sie einfach Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse einmal kurz einfüllen und Sie bekommen dann von uns eine Teilnahmebestätigung zugeschickt. Wenn Sie möchten, freuen wir uns natürlich auch sehr über Feedback zum Webtalk. Der Link steht darunter und ich glaube, sehen zu können, dass Wilfried das gerade auch in den Chat postet. Genau. Genau. Und zwei weitere Links, wenn Sie zukünftig auf dem Laufenden bleiben möchten, ist einerseits einfach der Newsletter von Erwachsenenbildung.at, erscheint zweimal im Monat. In Zukunft gibt es auch zusätzlich noch einen Newsletter für digitale News. Das finden Sie beides auf dieser Seite. Und eben die Seite, wo Sie unsere zukünftigen Webinare finden. Die nächsten Webinare von Erwachsenenbildung.at finden voraussichtlich im Herbst 2020 statt. Genau, damit beende ich jetzt meine Bildschirmfreigabe gleich wieder und gebe noch einmal an Wilfried zurück für die Schlussworte. Okay, vielen Dank, Karin. Machen Sie davon Gebrauch, wenn Sie sich eine Teilnehmerbestätigung abholen wollen oder unsere Evaluation ausfüllen möchten. Ich sage nochmal herzlichen Dank. Ich möchte noch kurz ergänzen zu dem, was du sagtest, Karin, die nächsten Webinare. Es kann sein, dass wir auch noch jetzt im Juni eins bringen, ohne zu weit vorzugreifen, wo wir noch einmal sozusagen auch ein Stück weit Corona-Krisenreflexion betreiben wollen, auch mit dem, was du, Ulla, angesprochen hast, Dynamisierung, Digitalisierung, was haben wir da für einen Lerneffekt jetzt im Moment? Mhm. Da sind wir aber noch am Vorbereiten, deswegen gibt es noch keinen Termin dazu, aber wenn Sie daran Interesse haben, abonnieren Sie einfach unseren Newsletter, dann kriegen Sie es auch mit in den nächsten Wochen, wann das stattfinden wird. Ja, in diesem Sinne noch herzlichen Dank und einen schönen Vormittag noch und gutes Weiter tun mit ein bisschen neuen Gedanken im Hinterkopf aus der heutigen Diskussion. Schönen Vormittag. Danke sehr. Danke sehr. Tschüss. Tschüss.